Ich bleib zu Hause für uns alle. Servus, grüß euch. Ja, jetzt gibt's ja ganz was Neues von unsere Zeugen Coronas oder besser gesagt von unsere Masken-Taliban. Da gibt's jetzt die Extrem-Masken-Taliban. Also das sind wahrscheinlich sowas wie die Leibgarde, die Königsgarde, die Kampfgarde der großen Führerin und unseres Dr. Markus Söder. Nämlich die Masken-Taliban, die freiwillig daheim bleiben. Und dann auch noch groß im Fernsehen, auf Video, auf YouTube und überall auftreten und sagen, wir bleiben zu Hause, weil wir blöd sind. Ja, schaut euch mal die Geschichten an. Da setzt die Leute, die voll und ganz systemtreu sind, ein Hirn, bei der Bundeswehr hätte man gesagt, das Hirn am Kasernentor abgegeben haben, aber die haben es leider nicht mehr zurückgeholt. Und genauso ist bei denen auch. Systemtreu bis zum Gehtnimmer und dann machen sie so einen Blödsinn mit und sagen nur voller Freude, wir bleiben zu Hause. Ja, wisst ihr was? Ich bleib auch daheim. Wisst ihr warum? Ich bleib daheim, weil mit den zwei Nasenbohrer daheim einsperren. Deswegen muss ich daheim bleiben. Deswegen müsst ihr daheim bleiben. Wegen den zwei Nasenbohrer und der eine Nasenbohrer davon sperrt uns seit 20. Oktober daheim ein. Aber ich bleib nicht daheim, weil ich mich frei. Und eins sage ich auch noch. Ich bin aus Bayern. Und auf die zwei pfeife. Fertig.